Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Hallo? Ja? 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 Nein,
Wirklich? Sie mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Ja, und damit begrüße ich euch, meine lieben Zuschauer. Also die, die jetzt nach dem Opening nicht weggerannt sind, panisch zum Psychiater. willkommen bei 7 Max Hit the Road. Einem uralt DOS-Klassiker. Oh Gott, der ist älter als ich. Glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist er sehr alt. Und wie man schon am Vorspann gemerkt hat, sehr bekloppt. So, das erste, was ich mal mache, ist in die Einstellungen gehen und die Musik ein gutes Stück runterschrauben. Die Sprache auch, die Soundeffekte auch. Wir schalten aber mal den Text ein. Was passiert, wenn ich aufs Spiel... Ah, da komme ich wieder ins Spiel zurück. Gut. 7 Max, ein sehr altes DOS-Point-and-Click-Adventure, präsentiert von meiner DOS-Box. Ja. Wir steuern grundsätzlich Sam, den Hund mit den Hosen, der ein bisschen vom Outfit her an... Ja. Diese guten alten Schwarz-Weiß-Detektive erinnert. Und sein Kumpel Max, der grundsätzlich nichts anhat, außer einem breiten Grinsen, einem psychopathischen. Und wie wir gerade erlebt haben, sind sie sehr inkompetente Freiwilligenpolizei. Hauptsächlich Fachgebiet Selbstjustiz. Also wir haben gerade gesehen, wie Sam einen bösen Wissenschaftler zerlegt hat. Max hat einen bösen Wissenschaftler zerlegt, Entschuldigung. Aber die Geisel haben sie einfach zurückgelassen, angekettet. Und dann haben sie noch einen Bus mit irgendwelchen unschuldigen Fremden, die sie halt nicht kennen. Deswegen sind sie nicht unschuldig. Sie sind einfach egal. In die Luft gejagt. So, wie gesagt, Point-and-Click-Adventure. Das heißt, wir haben hier den netten Finger der Macht. Oder die Hand der Macht. Also eigentlich ist das nur Sams Hand, die wir irgendwie kontrollieren. Und ja, wir haben unser Inventar. Da oben sind unsere Nutzgegenstände. Und ja, Max ist ein Nutzgegenstand, was wir bald sehen werden. Wir haben das Auge, mit dem wir Sachen ansehen können. Wir haben das Nimm, also die Nimmhand. Wir haben das Reden. Und wir haben das Benutzen. Und wir können das Inventar schließen. Ja, Sachen, die wir benutzen können, also Sachen, wo wir nichts mit anstellen können, die... Da sieht das Symbol so aus, also ist die Hand offen und die arme Stresspuppe ist ungestresst. Wenn wir etwas benutzen können, dann ist die Stresspuppe sehr gestresst. Also gut, nichts Gescheites im Fernsehen. Was sagt der Anrufbeamter? Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Okay. Wir können Sam benutzen. Wir können Max benutzen. Warum bringe ich die beiden gerade total durcheinander? Es ist Max. Wir können uns Sachen halt angucken. Dieses Telefon repräsentiert den uneingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Bis sie mitbekommen, dass wir die Rechnung nicht bezahlen. Und ja, das Spiel ist sehr, sehr schräg. Also glaubt mir, der Anfang war harmlos in dem, was uns noch so begegnen wird. Wir haben viel zusammen durchgemacht, der Fernseher und ich. Ja. Vertikaler Besteckkasten. Und ja, manche Kommentare sind auch wieder lustig. Und ja, wenn wir das machen, dann nimmt er einfach die Sachen und wirft sie wieder hin. Wir können mit Max reden. Und ja, hier sind so Ideen, ich weiß gar nicht mehr, wofür genau die Quarkente war. Das hier war Reden beenden. Macht nichts. Also Tschüss sagen. Bist du genauso verwirrt wie ich? Sogar noch mehr.
Ja, das sind Fragen, Fragezeichen. Was sollten wir nun tun? Ich würde gerne den Rest des Tages Tauben quälen, aber wir sollten wohl eher unseren Kontaktmann suchen. Ja, da kriegen wir halt neue Gesprächsoptionen so dazu. Was sollten wir nun tun? Ich würde gerne den Rest des Tages Tauben quälen, aber wir sollten wohl eher unseren Kontaktmann suchen. Ja, also wenn nichts Neues mehr kommt, dann kommt nichts Neues. Ich bin aufgeregt. Wer ist das nicht? Ich bin aufgeregt. Wer ist das nicht? Ich habe etwas im Auge. Versuch es mit einer Gabel rauszupulen, das klappt bei mir immer. Versucht das nicht zu Hause, Kinder. Also, wenn Minderjährige zuschauen, schaltet ab. Das Spiel ist nichts für euch. Du siehst gesund und rüstig aus, Kleiner. Ich bin kaffeesüchtig, Sam. Das ist immer gut. Okay, und dann verschwinden auch immer diese Sachen. Nun, das war's. Gut, wir können uns weiter im Büro umgucken. Erstmal brauchen wir unser Geld. Das wir immer im Mauseloch verstecken. Bargeld. Gehe nie ohne aus dem Haus. Ja, damit können wir vielleicht schleimige Beamte bestechen. Ja, vor allem, weil wir recht viel davon haben. Das ist mehr Geld, als wir je gebrauchen werden. Mhm. Das ist mein kleiner Kumpel, bereit zur Tat. So. Die Maus können wir in Ruhe lassen. Das ist das Thunfisch-Sandwich, das ich letztes Frühjahr geschmiert habe. So, da gibt es Max einfach mal den Ameisen. Das ist Max' Kakerlaken-Schaukasten. Okay, es sind Kakerlaken. Das ist das Schwarzlicht, mit dem Max seine seltenen 60er-Poster zum Leuchten bringt. Ja. Das können wir mal benutzen. Das sieht im Dunkeln viel eindrucksvoller aus, glaube ich. So, jetzt können wir gar nicht hier raus. Wir können Schalte es besser vorher aus. Jetzt nehmen wir mal die Glühbirne mit. Ich schalte es besser vorher aus. Okay, ich muss es erst selber ausschalten, dann kann ich es mitnehmen. Die Glühbirne brauchen wir nämlich und jetzt ist sein Poster im Eimer. Gut. So, wir haben alles in unserem Büro, also das Geld und die Glühbirne hauptsächlich, die wir brauchen. Jetzt können wir das Büro verlassen. Ja, und nach oben brauchen wir, glaube ich, nicht gehen. Wir gehen nicht nach oben. Genau. Nicht seit des Unfalls. Welcher Unfall auch immer. So, du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das. Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Ja, hübsches Smiley-Gesicht. So, hier können wir das erste Mal Sam benutzen. Können wir Max benutzen? Nee. So, können wir Max benutzen? Ich krieg's noch hin heute, ich bin verwirrt. Unnötige Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Ja. Du bist ein liebenswerter Bengel, Max. Sehr unnötige Gewaltanwendung. So. Gut, hier können wir uns umgucken. Fahrzeuge werden gestohlen. Ja, nicht abgestürzt. Einbahnstraße. Sondern gestohlen. Schmuddelige Büroräume zu vermieten. Boscos Waffen, Spirituosen, Babyzubehör. Ich sehe, dass der alte Mr. Bosco wieder großzügig seine Gewinne mit der unterprivilegierten, skimaskentragenden Jugend der Nachbarschaft teilt. Jemand hat den Briefkasten geknackt. Hören uns erstmal an. Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam.
Ja. Mal gucken, können wir hier was die mitnehmen? Die Post klauen? Bist du noch ganz dicht? Hey, ich glaube nicht, dass Mr. Bosco freiwillig das ganze Geld verschenkt. Oh Mann, hab ich Angst. Ein Hund und ein Hase, wie furchteinflößend. Max, dieser Klugscheißer meint, wir wären nicht furchteinflößend. Was sagst du dazu? Zeigen wir es ihm, kleiner Freund. Ich glaube, dieser Abschaum hat was dazugelernt, Sam. Ich auch, Max. Ich wusste gar nicht, dass man die Unterlippe vollständig über den Kopf ziehen kann. Erstaunlich. Ja, Max. Können wir noch was für Bosco Gott tun? Gott, Bosco. Wirst du diesen Saustall niemals aufräumen? Ja, hier oben sind noch Tauben. Nur ein paar besoffene Tauben. Und hier haben wir auch Max zur Auswahl. Nein, Max würde nur ausprobieren wollen, wie viel er von ihnen in seinen Magen stopfen kann. Genau. Max wollte ja Tauben quälen. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Können wir auch Max mit dem Briefkasten benutzen? Nicht mit dem Auto, mit dem Briefkasten. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Ja, gut. Wir können halt Max nicht mit allem benutzen. So, hier haben wir noch einen sehr krank aussehenden Kater. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Vielleicht. Bist du ein raffiniert verkleideter Kontaktmann? Vielleicht. Seid ihr die Freelance Police? Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Oh ja, richtig. Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt. Aber ich kann sie nicht wieder hochwürgen. Ja, Katzen halt. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Werd bloß nicht pampig, sonst wird mein Partner mit deinem räudigen Fell meine Winterjacke ausbessern. Das ist unhygienisch und außerdem Frauenarbeit, Sam. Ja, das muss ich auch noch hinzufügen. Dieses Spiel ist nicht für die heutigen Special Snowflakes gedacht. Also, wenn ihr euch von diesem Spiel irgendwie böse angesprochen fühlt, dann schaltet bitte jetzt ab. Ich danke dafür. Okay. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Also der Humor dieses Spiels ist sehr, sehr schwarz und böse, aber auch lustig. Eigentlich genau das Perfekte für jeden Zwerg. Dein Kopf ist beunruhigend unproportional zu deinem Körper. Das sind die Stimmbänder. Ihr würdet staunen, wie viel Platz sie brauchen. Ja, okay. Wir haben also keine andere Wahl, denke ich mal. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Kannst du versuchen, unsere Anweisungen wieder auszuspucken? Sicher. Tja, keine Chance. Vielleicht könnte ich ein wenig nachhelfen, Sam. Genau. Lassen wir Max seine Arbeit verrichten. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. So. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu. Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Ja, die Anweisungen. Das sind die Anweisungen unseres Commissioners, die besagen, dass wir hurtig zur Kirmes fahren sollen. So, den Blutfleck können wir uns leider nicht angucken, aber wir können jetzt unser Auto benutzen.
Ja, und selbst Sam hat einen super Fahrstil. Also, wir haben hier Greetings from the USA, die gute alte Amerika-Karte, auch wenn Florida ein bisschen seltsam aussieht. Da oben ist die Kirmes. Da sind drei Burgerläden, die wir besuchen könnten. Das machen wir aber dann bei der nächsten Gelegenheit. Wichtig ist jetzt erstmal die Kirmes. Das hier unten, das werden wir nie besuchen. Das ist nämlich ein sehr nerviges Minigame, was man nur beenden kann, indem man verliert. Also, auf zur Kirmes.